Ladies and Gentlemen, welcome to American Truck Simulator Episode 56. Wenn ich mich nicht verrechnet habe. Das heißt, die letzte Folge von ATS. Also bis jetzt. Denn die nächste Folge, Gen, wird dann erstmal wieder ETS. Also das heißt, ab jetzt läuft es dann so, dass immer ein paar Folgen ETS und ein paar Folgen ATS kommen. Aber das ist jetzt die letzte Folge von der zusammenhängende ATS-Block. Wow. Okay, lange Rede, gar keinen Sinn. Wir machen direkt los. Wir haben ja wieder eine über 3 Milliarden 1000 Kilometer Meilen lange Strecke. Gibt es eigentlich auch Kilometer? Obwohl, das müsste man ja auch mit KM abkürzen, ne? Kilometer? Oder KMI? Fick dich ins Knie. Was? Ja, genau. Was? Wobei, ich meine, eine Meile ist ja schon fast ein Kilometer. Das heißt, eine Kilometer, das wäre eine ganz schön lange Strecke. Das wäre ja wirklich einmal, ich meine, genau. Das hier wären jetzt hier zwei, also knapp zwei Kilometer. So eine Angabe bringt halt einfach nichts, wirklich nichts mehr. Außer wenn man um die gesamte Welt fahren möchte. So, wir sind beladen. Und der LKW zieht einfach los, als wäre es nichts mit unserem 600 PS Motor. Und so muss das sein. Und es ist, die Nacht fängt gerade erst an. Es ist 22 Uhr. Wir haben also noch eine lange, lange Nachtfahrt vor uns. Denn wir können jetzt wirklich nur, also sollten, wirklich nur schlafen, wenn wir wirklich schon im roten Bereich sind. Also wenn diese Zahl unten, nächste Pause in, wirklich die Zahl 0 erreicht. Und nicht schon wieder vorher, weil es günstig ist. Weil, ja, wie gesagt, wir können uns nur zweimal schlafen leisten. Weil, wenn wir dreimal schlafen und auch 30 Stunden... Hä? Ich hatte gerade grün, ne? Ja, wir müssen uns beeilen, weil wir schaffen es nicht. Wir fehlen richtig Stunden. Ja, okay. Lange Rede, gar keinen Sinn. Dreimal schlafen sind ungefähr 30 Stunden. Plus 34 Stunden, also 64 Stunden. Wird also kritisch, weil wir haben nur 62 Stunden. Das heißt, wir dürfen nur maximal zweimal schlafen. Wieso so dunkel? Na gut, egal. Mein Führerstand sieht so dunkel aus. Aber liegt wahrscheinlich daran, dass die Laterne so hell ist. Ja, das heißt, wir müssen diese 30 Stunden Fahrt, 34 Stunden Fahrt, mit zweimal Schlaf überwinden. Dadurch, dass du aber nach jeder Schlafphase auch nur so 11, 12, vielleicht 13 Stunden oder so, wie viel? Ja, 13 Stunden schlafen, durcharbeiten kannst, heißt das, wir haben nur 10 Stunden, einmal schlafen, 10 Stunden, nochmal schlafen und dann nochmal 10 Stunden. Also wirklich viel Reserve haben wir nicht. Es wird also schon wieder ein ganz schön knittriges Dingsterbumster. Ich möchte sterben. Warum ist dieses Spiel so? Oh, Alter, noch ein LKW. Okay, danke. Ja, es wird also schon wieder eine sehr spaßige Tortur. Vor allem schon wieder 1700 Meilen. Heftig. Heftig. Ah. Gut, aber wie gesagt, jetzt erstmal heißt es eine ganze Weile lang durch die Nacht segeln. Denn diese Nacht werden wir komplett mitnehmen. Warum hängt eigentlich so mein Mikrofon so mitten im Vor? Was macht es da? Danke. So, wir dürfen 65 fahren. Sehr geil.
Na wohl, sehr geil wird es nicht. Sehr geil wäre es, wenn wir 80 fahren dürfen. Aber 65 reicht auch erstmal. So, schön in die Sessel lehnen hier und dann erstmal wie so ein richtiger Trucker hier mit einer Kippe im Mund. Wobei. Nochmal hier noch. Oh, davon ist ja schon wieder die Abfahrt. Was ist denn hier los? Dass du auch mal stehen bleibst, lieber Herr LKW. Diese Bremsen, ey, ist ja so Katastrophe hier. Ich meine, wir sind noch hinter der Linie, aber nur gerade so. Wobei, ich weiß das auch gerade gar nicht, wie viel Ladung wir jetzt eigentlich geladen haben. Vielleicht ist der LKW einfach so schwer. Weil der braucht doch gerade schon lange zum Losziehen, ne? Und das, obwohl wir jetzt 600 PS haben. Ach ne, hier. Also gerade mal, ich wollte gerade 8000 sagen, 16.000 Kilo. Also 16 Tonnen. So ungefähr. Das geht eigentlich noch. Ah, die amerikanischen LKW sind nicht gerade die stärksten. Ich meine, jetzt macht bitte nicht den Fehler und sagt, der beschleunigt ja viel langsamer als ein europäischer LKW. Weg daran. Dadurch, dass Meilen pro Stunde mehr wert sind als Kilometer pro Stunde, einfach weil eine Meile eine längere Strecke zurücklegt, heißt es also auch, dass ein LKW, um von 0 auf 100 Meilen pro Stunde zu beschleunigen, viel länger braucht als von 0 auf 100 Kilometer pro Stunde, ne? Weil 100 Kilometer pro Stunde wäre ja 160 km/h. Ne, doch ungefähr. Das heißt, ein LKW braucht, um von 0 auf 100 Meilen pro Stunde zu beschleunigen, genauso lange, um von 0 auf 160 Kilometer pro Stunde zu beschleunigen. Also dass die Zahl langsamer ansteigt als beim europäischen LKW, ist also völlig normal. Aber trotzdem, für 600 PS ist das schon ganz schön langsam. Also, bei 16 Tonnen hätte ich mir da schon eine etwas zackigere Beschleunigung überlegt. Erwartet. Aber das ist es mit diesen Erwartungshaltungen. Die sind nur dazu da, um enttäuscht zu werden. Sad life. Nein, ich habe immer noch. Ha, Bitches. Wow. Wo kommt die Ampel her? Immer diese Ampeln, Alter. Bei manchen Ampeln, muss ich doch ganz ehrlich einfach mal sagen, ja, bei manchen Ampeln siehst du einfach nur noch rot. Man sieht halt einfach gar nichts, Alter. Ach so, ja, wir waren ja wieder in der Werkstatt. Ich muss also mein Display wieder umstellen. Nein, das war das Falsche. Das, genau.
45? Wow. 35? Wow. Das geht ja ab wie Schmitz Katze. Und 30. Und Kreisverkehr. Ach, leck mich doch alle. Also, die Lampen sehen halt so übersättigt aus. Ist so richtig... Also echte Lampen würden anders aussehen. Kannst du sagen, was du willst. Sagt sie, wenn ich schon längst auf der Ausfahrt bin. Ach, siehst du, wir hätten noch gucken können, ob wir unseren Auflieger hätten upgraden können. Ah, egal. Können wir mal ganz kurz gucken hier. Auflieger. Ich meine, bis ich die nächste Folge aufnehme, habe ich es eh wieder vergessen. Also von daher drauf geschissen. Halt, die bin ich falsch. Hä? Mal da und da. So. So. Achsen zum Beispiel. Level 18. Da bekommen. Oh, guck mal, wer da. Wir können schon so vier Achser holen. Oh, nice. Und ab nächsten Level können wir sogar schon einen holen, der hier noch eine gelenkte Achse hinten dran hat. Nice. Tja, das heißt, wir brauchen unbedingt Level 18. Wenn wir das Level haben, können wir eine ganze Menge geile Sachen machen. Das gefällt mir echt gut. Wow, wir können sogar schon so ein Tribble-Ding nehmen. Das ist ja vielleicht gar keine so schlechte Idee. Wobei, unsere vorhandenen umrüsten würde ich nicht. Das heißt, ich würde dann höchstens einen neuen holen. Aber das kostet ja nicht. Also, die Dinger hier, diese Dreifach-Dinger, die kosten, glaube ich, 180 oder 200.000 oder sogar über 200.000. Also, die kosten richtig Schotter. Achso, jetzt bin ich hier im falschen Modus. Bam. Ich wollte mir mal ganz kurz hier angucken, ob wir hier irgendwelche neuen Sachen bekommen, aber sieht nicht so aus. Hier gibt es ja gar nicht so viele Sachen, die man da kaufen kann. Ja, nee, also nichts, was sich jetzt direkt lohnt. Aber sobald wir diese Mission abgeschlossen haben und dann auch dementsprechend auch das Geld davon haben, wenn wir mal richtig schön shoppen gehen. Ich meine, ich kann mal jetzt kurz gucken hier, so ein Auflieger-Händler, Auflieger-Manager, Auflieger, wo ist denn Händler? Händler, da, ha, danke schön, du Hurensohn, der. Was? Achso. Der hier, genau. Ja, 170.000 Euro. Und das ist noch nicht mal die gekühlte Variante. Das Ding ist so scheiße teuer. Der hält sich am Kopf nicht aus. Alter Schwede. Bumm. Boah. Alter. What the f... Hä? Das kostet 170.000. Ja, 170.000. Der Unterschied zwischen den beiden ist gerade mal $30.000. Also warum kostet das denn auf einmal hier fast 100.000 mehr? Hä? Der kauft erstmal den Isolieraufhänger, um ihn dann wieder zurückzugeben. Ach nee, nee. Momentchen mal. Das hier ist doch nicht pro Einheit, oder? Das ist doch die, genau, 40.000 pro Dings. Genau, das ist der Gesamtpreis von allen Vieren. Das heißt, die Kosten, die alten kosten 30.000, die bekommen wir auch komplett zurück. Weil wir die Dinger noch nicht mal gekauft haben, sondern das ja schon quasi ab Werk geändert wird. Das heißt, wir bezahlen die Dinger gar nicht. Deswegen bekommen wir auch die vollen 30.000 zurück. Und müssen nur 40.000 für die neuen zahlen. Das heißt, wir hatten gerade mal einen Unterschied von 10.000 pro Einheit. Wir bekommen aber hier sogar noch 2.000 für diese komische Lackierung zurück. Und müssen dann
Okay, die Kühler kosten wirklich nochmal extra. Ja, die sind hierbei nicht mit bei, sondern die werden dann als separates, okay, als separates Item gekauft. Ja, das ist natürlich. Deswegen sind die Dinger so scheiße teuer, die Kühlauflieger. Ja, wie gesagt, hier, ne, sieht man. Ein Dreifach-Kühlauflieger, $270,000. Alter. Das ist schon echt eine Hausnummer. Vor allem, ganz ehrlich, ich will nicht wissen, was für eine Lichtmaschine du brauchst, wenn alle drei auf voller Leistung hier lospowern. Weil so ein Kühlaggregat braucht ja schon eine Menge Leistung. Gerade wenn du in Amerika im Sommer durch die pralle Hitze fährst, in der Sahara oder so, und dann alle drei Wagen gekühlt werden auf 18 Grad, dürfte schon eine ordentliche Kühlheizung, eine ordentliche Kühlleistung sein, die dabei entsteht. Also ist schon die arme Lichtmaschine. Ja, nee, aber auf jeden Fall, wie man sieht, sehr teuer. Ich meine, für uns wird wahrscheinlich sowieso noch nichts, weil ich dann erstmal eine neue Mod raussuchen müsste, wo ich für die Aufliga ordentliche Skin bekomme. Ne, bei unserem wunderschönen Auf-Skin bekommen wir hier nicht. Da haben wir bloß so ein paar. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es schöner ist als ohne, aber ja, okay, jetzt müssen wir. Komm mal schon. Okay, doch, vielleicht doch ein bisschen, aber ne. Da fehlt was. Da fehlt ein bisschen was. Ja. Also man merkt, so ein Triple-Auflieger werden wir es von uns wahrscheinlich holen, aber wir werden dann nicht immer mit dem fahren, sondern nur so ab und zu, wenn wir halt Langeweile haben. Ja. Und wir brauchen ein paar von. Wir brauchen mehr Auflieger, aber die kosten halt so viel. 50.000, 60.000, 50.000, 60.000. Digga, was ist los mit euch? Ladeking, was ist denn das? Oh. Die Auflieger sind neu, oder? Kann sein, dass die beiden in eine der letzten Updates mit dazu kamen? Ich muss zugeben, dass ich bei RTS, also bei meinem privaten Spiel, so noch nicht ganz so viel länger gekauft hatte. Und das Einzige, was ich mal RTS früher probiert hatte, war noch bei der Version 1.43 oder so, keine Ahnung. Ah nee, Quatsch, war sogar noch Version 1.41. Das war die erste Version, mit der ich gespielt hatte. Und da sind mir die beiden aber nicht aufgefallen hier. Lol. Gut, wobei die auch beide auch 1:1 gleich aussehen. Danke dafür. Was macht denn. Sogar der Preis ist der gleiche. Hä? Verarschen kann ich mich selber. Na gut. Ja, nee. Auf jeden Fall, wie gesagt, die Mission werden wir jetzt erstmal zu Ende machen. Und dann. Ja. Haben wir 300 Gallonen Tank, einen vierachsigen Auflieger. Das wird spaßig. Das wird sehr spaßig. Und wir haben vielleicht noch ein bisschen Geld, wobei die wahrscheinlich eher nicht. Obwohl, vielleicht verdienen unsere Mitarbeiter jetzt in der Zeit auch noch ein bisschen Geld. Wobei die ja schon den Kredit abbezahlen müssen. Dass wir uns dann vielleicht noch einen neuen LKW holen können. Ne, weil wir wollen ja auf jeden Fall noch zwei weitere LKWs kaufen. Und dann zwei weitere Mitarbeiter einstellen. Wobei ich natürlich für die Mitarbeiter erstmal so eine Billo-Ausführung holen kann. Dann muss ich jetzt nicht unbedingt die Ausführung holen, die wir jetzt gerade haben. Ich meine, upgraden können wir die LKWs ja später immer noch. Das heißt, damit wir sie überhaupt erstmal haben, reicht doch die einfache Ausführung. Aber auch die kostet schon über 100.000. Das heißt, auch für die müssten wir sparen. Aber wenn ich davon zwei Stück haben möchte, bräuchte man also dafür alleine mindestens, weiß nicht, $230.000. Das können wir zwar durch diese Mission zusammenkratzen, vor allem durch das, was da noch dazu kommt, weil wir haben ja noch 30.000 bei der Bank offen. Mal gucken, wie viel es dann ist, wenn wir fertig sind mit der Mission. Und vielleicht haben denn die anderen auch noch etwas mehr verdient, als das, was sie für den Kredit brauchen, zum Ausgleichen. Also, als das, was wir für den Kredit brauchen.
Aber andererseits, ich meine, zwei LKW und dann auch noch unsere Upgrades, also hier mit dem 300-Gallonen-Tank und den vierachsigen Auflieger, ich glaube, das wird so eher schwer machbar sein. Das kriegen wir wahrscheinlich noch nicht alles zusammen hin. Was kuckeln die schon wieder rum, Alter? Ist ja ein Trauerspiel hier. Guckt ihr euch an. Mit ihren vier Rädern. Oh, hier wird es wieder enger. Oh, hallo? Ich dachte, hier ist 65 und nicht 5. Oh mein Gott. Okay, wir schaffen die Zeit nie im Leben. Diese NPCs sind zu nix zu gebrauchen. Eieieiei, das kann ja noch heiter werden. Und ich, Vollidiot, habe mich in der letzten Mission gefragt, warum wir so sehr aus dem Zeitplan geraten. Ah. Guck mal, was wir drücken hier mit 35 rum. Statt 65. So kannst du auch keinen Zeitplan einhalten. Ah, es ist traurig, du. Ah, es ist echt traurig. Ah, da vorne ist ein LKW, der rumtuckert, ne? Ah, die J4-Bremse andauernd. Alter, was ist denn los mit euch? Eigentlich kommt gleich die nächste Autobahn. Eieieiei. Und die bremst schon wieder. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ein Trauerspiel. Hier ist ja, schon dunkel hier. Ah, Unterführung. Ich habe die Unterführung überführt. Okay. Nicht so schnell. Straßen sind verdammt eng. Mit mehr als 40 mph solltest du hier durch so eine Kurve nicht durchfahren. Alles andere ist Wahnsinn. Der blanke Wahnsinn. Ah, also genau mein Style. Cool, let's go. So, die Straße ist frei. So semi. Aber auf jeden Fall frei genug. Das Einzige, wonach wir dann noch ein bisschen Ausschau halten können, ist vielleicht ein etwas besseres Getriebe. Aber ich glaube, da brauchen wir noch wesentlich höhere Level. Bis es da sinnvoll weitergeht. Naja. Von ab hier, Alter. Und das ist der Dunkelheit, da kennst du ja gar nichts. Jo, ich wollte J, nicht K.
Wo ist eigentlich die nächste sinnvolle Haltestelle? Wo sind wir überhaupt gerade? Ach, da oben. Ah, du bist wieder da. Ah, das ist sogar so ein Messbesser. Da kannst du Brot schneiden. So, 29 Stunden. Wieso? Beschleunige mal lieber, statt sie zu bremsen. Ernsthaft. Ja, noch sieht alles eher beschissen aus. Ja, obwohl, doch, es ist noch alles gut. Ne, wir haben. Also, bis vor der ersten Stunde, bis vor die erste Pause. Wie gesagt, wir können pro Schlafeinheit haben wir, glaube ich, so 12 Stunden Fahrzeit. Das heißt, mit unseren zwei Schlafphasen, die wir noch davor haben, haben wir also noch 24 Stunden allein dadurch gedeckt. Das heißt, das, was noch übrig bleibt, bei 24 Stunden sind also 5 Stunden noch was. So, und das sieht noch aus, wie als wenn das alles passt. Aber wichtig ist natürlich, dass man nicht nur guckt, dass es passt, sondern dass es noch genauso gut passt oder noch besser passt als davor und dieser Puffer nicht mit der Zeit abnimmt. Weil dann ist es nämlich blöd. Versteht ihr, wie ich meine? Nur weil etwas gut läuft, heißt das nicht, dass das was Gutes ist. Denn wenn etwas gut läuft, aber es davor noch besser lief, dann heißt das, dass es zwar immer noch gut läuft, es aber kein gutes Zeichen ist, weil die Tendenz zum Schlechten hingeht. Und genauso ist es hier halt auch. Jetzt noch 55, Alter, leck mich doch am Arsch. Ein Glück ist davor sowieso unser Pause macht Dings der Bumster. Oder fahren wir noch ein Stück? Mal gucken, wo ist denn der nächste? Okay, komm, wir machen da so. Und dann tue ich auch gleich mal tanken. Und da vorne sind doch gleich die Parktaschen. Guck mal, wie hell hier drinne ist, ja? Kein Schatten whatsoever. Voll realistisch alle. So, mal gucken, ob wir hier wieder parken können. Ja! Oh, geht so. Gut. Dann würde ich mal sagen, soll es das für die Folge gewesen sein. Und wir sehen uns dann zur nächsten Folge wieder. 81.000. Geil. Wenn es denn dann heißt, erstmal gucken, wann die nächsten Folgen kommen. Wie gesagt, erstmal werde ich wieder ETS aufnehmen, nächsten Folgen. Und mal gucken, dadurch, dass ich jetzt wieder im Wechselmodus drin bin, also mit ATS-ETS wechselnderweise, vielleicht nehme ich noch wieder ein paar Folgen meinen Test zwischenzeitlich auf oder so. Irgendwie, ne, habe ich auch darauf mal wieder Bock. Ja. Ich habe ja mittlerweile eine relativ gute Möglichkeit, wie ich meine Folgen trotz ihrer Dateigröße und trotz meines schlechten Internettests
doch relativ zügig hochgeladen bekomme in bestimmten Zeitfenstern, die mir zur Verfügung stehen. Ich muss aber noch gucken, ob das und wenn ja, inwieweit das praktikabel ist. Ja, lange Rede, gar keinen Sinn, bye. Auf der Kamera sehe ich aus wie, keine Ahnung. Von weitem komme ich her. Ich muss euch sagen, ich scheiße sehr. Ende.